So Leute, willkommen zu einem neuen Part von Diablo 3 mit mir Level 4. Mit mir, Nenufa. Der Exadam ist auch da. Ja, zum Glück. Und Luke. Zum Glück? Ja, ich, naja. Doch, der zum Glück. Naja. Okay, nach dem letzten Part, der etwas länger geworden ist, sorry, geht's jetzt nun weiter. Wir gehen jetzt zum Hochlandpass, der ganz, ganz kurz ist und dann sind wir schon wieder in anderen Hallen der Agonie. Sind wir dann? Ich weiß nicht, wo wir dann kommen. Nee, da sind wir woanders. Egal, gehen wir raus jetzt hier. Blabla. Ja, blablabla. 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 Sind wir deine besten Freunde, Markus? Ja. Ohne Scheiß. Guck mal, der wäre fast runtergefallen. Der fällt doch runter. Was? Und yay! Ja. Jetzt ist er runtergefallen. Bei mir ist er schon vorher runtergefallen. Ich hab ihn geschubst. Du bist so eine miese Socke. Erst tot und dann auch noch schänden. Ja, so mach ich das immer. Immer. Mit der ganzen Leiche, die du irgendwo im Garten verbuddelst, den du nicht hast und so. Exactly. Ja, wahrscheinlich verbuddelst du die in meinem Garten hier. Ja. Da hatte ich früher tatkräftige Hilfe, mittlerweile muss ich die Schaufel nehmen. Oh. Aber ja. Da tut sie ja sowieso nichts. Also bei dir liegt ja. Ist ja allseits bekannt, dass bei dir ein alter Indianerfriedhof ist. Sowieso. Also, ich buddel auch regelmäßig nur alte Pfeilspitzen und so aus im Sommer, wenn ich nichts zu tun habe. Da fangen sie auch gerne mal unterm Rasenmäher, das ist sehr unangenehm. Wenn du da Tiere vergräbst, dann werden die wieder zu Leben erweckt. Und das Ganze heißt dann Friedhof der Kuscheltiere. Genau, wurde in meinem Garten gedreht. Genau. Die verfluchte Feste. Obum. Achtung, gleich kommt ein Dialog. Ich bin Asilla, einzige Male meines geliebten Leorix. Meine Diener und ich wurden Opfer seines Wahnsinns. Nun gebe ich euch meinen Segen, Held, um mein Gefolge von seinem ewigen Leid zu erlösen. Die Kopflose mit dem BH. So, hier oben gibt's noch einen Dialog. Da ist noch ein Büchlein. So. Blablabla. Okay. Und, ja, jetzt sollen wir halt 6 Gefangene befreien und dann geht's hier weiter. Ja. Wollen wir schon mal hier sind, machen wir das doch. Ja, ne? So freundlich sind wir doch noch gerade. Ja, dann lassen wir uns nicht lumpen. Die ehemalige Frau von Leorik. Wir werden vor allem auch noch sehen, wie sie stirbt. Oder wie sie gestorben ist. Ist nicht so ein schöner Tod. Schatz. Ja, ich komme schon. So, da ist schon der erste Gefangene, den wir befreien müssen. Ja, auf der anderen Seite der andere. Genau. Nummer 1 und Nummer 2. Und der, man merkt gerade, der ist ein Fan von Braveheart. Der hat gerade Freiheit gerufen. Das war Mel Gibson. Der da lag. Ach, das war der auch. Ja. Wie ist der nochmal im Film dann? Lawrence, nee, Quatsch. Wie heißt der nochmal? William Wallace, das war's. Ja, du warst bei Lawrence von Arabien. Ja, den habe ich noch nie gesehen. Ist der gut? Keine Ahnung, der lebt auf jeden Fall nicht mehr. Gab's den überhaupt? Natürlich. Okay. Der ist auf einer wahren Begebenheit. Ich will auch einen befreien. Tja, wenn du zu langsam bist. Ey, lass mich ja nie. Ja, wenn du zu langsam bist. Mann. Da bin ich verliebt, da gerade noch ein pierhaftes Grünzeug. Ne, was war das? Gurtzeug wahrscheinlich, wohl ja nicht Grünzeug. Das vampirhafte Grünzeug. Das vampirhafte Gänseblümchen. Wir haben hier einen Boss. Ja, ich komme. Den Turas Schellbrecher. Ja, bin auch schon da. Keine Panik, bin auch schon da. Oh, ich sollte ja nicht stehen bleiben. Upsala. Ich habe es vergessen. So, weg mit euch. Oh, da unten ist ja noch was. Und doch nicht. Ich dachte schon. So, was ich hätte bei euch was für einen Dämonenjäger. Ob wir das nicht mal anders machen, Markus? Ja. Aber wenn man doch gerade. Ja, okay. Achtung! So.
Unsere zwei anderen laufen wieder vor uns weg. Ja, ja, komm. Mach den jetzt hier frei. Damit ich nicht zu langsam bin. Aber es sieht keiner. Ha, 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 ha. Mir doch egal. Doch, ich stehe neben dir jetzt. Mach. Ich bin doch da. Ich bin halt nur außen rumgegangen, Menno. Der letzte. Ist das schon? Nee, das ist nicht der letzte. Der vorletzte. Den scheiß Schlangen. Schockaal. Heißt nicht nur, weil sie Zitteraal? Ach, egal. In der echten Welt heißen die so. Bitte nicht, wir sind hier nicht im Real Life. Ach so. Ach du Scheiße, dann sind wir das Spiel und Diablo ist die Wirklichkeit. Vollkommen richtig, Markus, das hast du jetzt erst erkannt. Die Matrix, Inception, alles auf einmal. Ihr habt ein bisschen wenig Leben, so. Ach, jetzt nicht mehr. Naja, ich war kurz überlegen, ob ich ein Leben soll oder nicht. Habe dann doch entschieden, doch einzunehmen. Gerade, ich habe mich schon gefreut, dass du kurz vor Verrecken bist. Aufstieg! Jo. Und ich hole jetzt einen Gefangenen. Ach doch. So, und blaue Gegner. Bäm. Wo? So, oben. Da, wo wir draufkloppen. So, endlich die erste Runde für meine Frostnova. Unter Kampfflug Sabotage. Oh, jetzt werde ich also richtig schön stark. Mach dir mal die blauen, ich kümmere mich hier um das Kleinvieh, was auch Mist macht. Schön gesagt. Ich will ziemlich auf den Geist geht. Ja, ich noch mehr. Ja, der Kampfflug baut echt rein. Das ist echt nett. Ich langsam echt mal aufsteigen hier, also meine Skills verteilen, aber ich komme nicht dazu. Ja, aber hier sind gerade ein bisschen viele. Ja. Keine ruhige Minute hat man hier. So, haben wir uns jetzt hier freigeschnetzelt? So. Ja, hier geht's weiter, Schatz. Ich stelle mich jetzt hin und erstmal Sachen machen hier. Erstmal Sachen machen? Erstmal Sachen machen, genau. Mach mal Sachen. Ich wollte auch mal gucken, ich habe auch neue Sachen. Ich hab was für den Stefan. Ja, bin unterwegs. Komm schnell. Nett. Und eine Frostnova. Endlich Kälteeinbruch. Reduziert die Abklingzeiten von Frostnova. Hm, nett. Hm. Der Markus zeigt einen dabei ab. Ja, ich nehme das lieber. Das gefällt mir lieber. Juhu. So, jetzt muss ich noch kurz gucken, was da alles noch abgelaufen wurde von euch. Und dann gehen wir noch die letzten Ecken erforschen, bevor wir dann in die Mitte laufen. Was wollen wir denn in der Mitte? Weiß das nicht? Er labert. Ich hab das Spiel noch nie gespielt, Markus. Lass uns hier den Rand noch machen. Das ja. Auch noch ja. Ist das was für dich, Stefan? Wenn ich noch einen zweiten dazu finde, mit Sicherheit. Ich habe aktuell einen Zweihänder, der noch ein bisschen mehr Schaden rausrockt. Ah ja. Aber ich werde das auf jeden Fall mal behalten. Vielleicht kommt ja durch Zufall gleich nochmal so ein zweiter Schlagring oder so dazu. Oh, wirklich? Was mich ja mal minimal freuen würde. Aber echt nur ein bisschen, ne? Ganz kleines bisschen. Bam! Markus, du machst mir meine Gegner putz. Ja. So, ab das in die Mitte. Das machen wir kollektiv. Ab in die Mitte, ich geh jetzt in die Mitte. Ja. Jetzt kommt nämlich hier der Wächter raus, der. Ja, nicht nur der. Ich glaube, der ist jetzt geschmolzen mittlerweile. Ja. Und der hat Aufseher. Die Fähigkeit. Ja, er ist geschmolzen. Aber der stirbt ziemlich schnell, wie man gerade sieht. Ja, wenn der denn mal an einem Punkt stehen bleiben würde. Naja. Der bleibt hier ganz toll stehen. Ja, und der ist der Wächter schon weg. Das ging schnell. Ja, ich finde, es ist auch der leichteste irgendwie so Story-Boss, den es so gibt. Ich habe ja so ein paar Köcher. Ich habe so ein paar Köcher. Ja, ich muss, glaube ich, gleich mal in die Stadt. Ich bin nämlich irgendwie voll. Oh, das ist wieder ein Bo.
wir brauchen Bass. Was geht denn da? Bass, Bass, wir brauchen Bass. Seid ihr da? Ja, die das. Aber nicht so cool wie mein Spaten. Der Spaten ist einfach besser. Hier ist Ledergürtel des Gürten, Ledergürtel des Löwen gibt plus 3 Stärke. Oh, ich habe so viele Gürtel hier rum. Meiner ist eh super. Ja, das ist meiner hier. Den will ich übrigens wieder haben. Der könnte was für hier, der Morgenstern des Bären, könnte was für dich sein. Ich gehe mal gerade zwischendurch in die Stadt, wenn noch irgendjemand. Ja, ich glaube, da können wir jetzt mal gerade gut machen. Ich habe noch einen zweiten guten Morgenstern für dich, eventuell. Aber ich gehe auch in die Stadt, ja. Nee, beide nicht, danke. Okay. Aber ich gehe auch in die Stadt. Okay. Aber wir wollten eigentlich eben noch Sound testen. Egal. Machen wir nach der nächsten nach dieser Aufnahme. Wenn du daran denkst. Hoffe ich. So, weg, weg, weg. Platz im Inventar. Das freut mich da wieder beim Schneiden. Weil, wie ihr vielleicht gemerkt habt, am besten habt ihr es nicht gemerkt, weil das ist nämlich dann viel besser für mich. Ja, es ist immer besser, wenn, also, es unterscheidet halt einen guten Schnitt von einem schlechten Schnitt, wenn der Schnitt nicht auffällt. Denn jedes Mal, wenn quasi das Inventar aufgeklappt wird und das Bild im Bild unten rechts über das Inventar klappen sollte, zumindest bei über Gegenstände oder irgendwelchen Anzeigen, dann blende ich das aus. Und wenn man das öfter macht, dann werde ich böse beim Schneiden. Nee, ist halb so wild, aber trotzdem ist das schon relativ nervig. Aber Max, dir ist klar, dass ich gerade einfach 100 Mal auf I drücke, ne? Ja gut, wenn es leer ist, dann macht's halt nichts. Schade. Weil nur wenn's nervt, wie gesagt, nur wenn's halt irgendwas verdecken sollte, was wichtig sein könnte, dann mache ich das weg. So, weiter? Da. Ja, also ich wäre bereit. Ja, Moment, ich brauche gerade noch einen Moment. Du bist beim Schmied. Ja, ich will gerade nur mal was nachgucken. Achso, ich dachte, du wolltest was schmieden lassen. Das hat schon beim Daniel nicht funktioniert. Daniel, nein, hör auf. Was denn? Du willst wieder schmieden lassen, oder? Nein, Markus. So. Wenn der so Nein sagt, meint er doch. Ich habe gar nichts mehr, um das machen zu lassen. Nee, mir fehlen die aus normal. Ich wollte gerade nur gucken, ob ich irgendwie noch mit dem zweiten Schlagring bauen könnte, dass ich den gelben da benutzen könnte, aber nein. It don't work. Okay, dann gehe ich wieder rein. Jetzt sind wir schon wieder drin oder was? So. Seid ihr da? Okay. Dann geht jetzt unten das Tor auf. Mist, ich hab schon weggeschmissen. Dann kommt der eine Wärter weg. Gibt's noch Folterwerkzeug und der wird gerade angerufen. Ja, bei uns ist aber nicht schlimm. Wir ignorieren das jetzt gerade einfach mal. Ja. Das ist meine Oma. Ich kletter ganz, ganz viele Viecher hoch. Ihr wagt es mich anzugreifen. Die alle weg sind. Und es klingelt wieder. Ja, jetzt ist der Anrufbeantworter dran. So. Und hier sieht man jetzt, wie. Psst. So gehen wir mit seiner Frau um. Sehe ich voll ein. Sekunde, ich bin sofort wieder dabei. So, jetzt endlich habe ich das bekommen. Mein Gott. Oh ja, die fehlt mir auch noch. Ja, weil die war mir nicht verbuggt beim ersten Mal. Da haben ein paar Sachen. Also ich hatte die aufgesammelt, aber das Spiel hat es nicht erkannt. War total toll. Soll nicht rein, bitte? Nein. Gefällt Markus übrigens. Ich gratuliere dir. Wofür? Für den Erfolg. Ach so, danke. Er ist zur Abwechslung mal nett, das kennt man nicht so, aber. Ja, das ist schwierig. Ich glaube, wir müssen den Part beenden, kann das sein?
Nee, 37. 37? Okay, ja, stimmt. Haben wir noch eine Viertelstunde haben wir noch, Markus. Wir haben quasi Halbzeit. Ja, ich war gerade überlegen, ob wir früh angefangen haben. Ja, egal. Gehen wir weiter rein. Genau. Ich habe übrigens, also ich könnte jetzt Spalten mit Sensenschwung nehmen. Ist das gut oder nicht gut? Was kann Sensenschwung nochmal? Eruption. Letztliche Wut. Bleib bei der Erektion. Ist gut. Ja, Markus ist tot. Scheiße. Ich bin gestorben. Du wartest ja nicht auf mich. Weil Markus einfach alleine vorgerannt ist. Ja. So schnell konnte ich dir auch nicht zur Hilfe eilen. Das sieht nicht, warum die allzu gefährlich sind. Zwei Schläge von dem aufgeladenen Schlag und man ist futsch. Du hättest auf den Baba warten sollen, ganz einfach. Selber schuld. Ja, das war wirklich... Also wenn man meint, ein Mage könnte sich mit allem messen, gerade am Anfang kann der Mage es nämlich leider nicht. Das habe ich auch oft genug festgestellt. Aber warum hatten die auf einmal Aufseher? Ich konnte mich da aber nicht mehr bewegen. Weil das ein Unique-Gegner war. War er das? Da war ein Unique dabei, du Doofkopf. Okay. Oh nein, ich schon wieder. Hilf mir! Ja, Daniel, der Unique-Gegner, der ist erst später dazugekommen. Echt? Er hat sich wirklich nur von diesen drei Berserkern einen Arsch aufreißen lassen. Ja! Markus ist tot! Macht gar nicht. Ja, ich wollte so, das wird mindestens dreimal so groß gefeiert wie mein. Nö, weil der nämlich doof war. Nein, deiner war noch viel dober, weil du einfach vorgelaufen bist. Ja, deiner auch. Markus, genau wie bei dir. Aber du hast einen ganzen Questgegner getriggert. Das war kein Questgegner. Ja, ach, da war es halt ein Unique-Gegner, der ab und zu mal da ist. Ja, du hast jetzt auch einen Einzelgegner gepolt gehabt dabei. Ja, aber ich darf es mir erlauben, weil ich ja die Aufnahme habe. Das glaubst aber auch nur du. Also wenn der Markus auch zuerst gestorben wäre, ist auch egal gewesen, weil es ist ja der Markus. Genau, der macht sich nicht selber fertig, das macht der auch schon. Doch, das mache ich doch, sonst hätte ich die Death Compilation von Dark Souls nicht gemacht. Ja. Da haben bestimmt deine Abonnementin gesagt, ey, hör mal, so doof wie du bist, musst du nicht machen. Nö, hatte ich vorgeschlagen. Ja, geh erstmal hoch, genau. Magst du doch immer ausreden. Das ist meine Kunst. Markus. Warum ist der Part noch nicht oben? Ach so, das ist mir zu. Ich hab verschlafen. Ja, das war aber nur einmal. Beck hat zweimal nicht gehört. Zwei Wecker nicht gehört. Ja. Passiert. Also mir ist es mal passiert, dass ich einen Wecker nicht höre. Aber zwei ist mir mein Lebtag noch nie passiert. Ja, mir schon mehrmals, Alter. Das ist eine Kunst, die ich beherrsche. Ja, zu verschlafen. Nee, die Kunst des unheimlichen Tiefschlafs. Nee, aber einfach grundsätzlich zu verschlafen, das kannst du nämlich auch gut. Ach, pst. Macht bei Markus einen Zeitpunkt ab. Macht ihn am besten immer 3 Stunden vorher ab. Das funktioniert. Naja. Das finde ich jetzt etwas übertrieben. Naja gut, sagen wir 2,5 Stunden. Du brauchst eine halbe Stunde weniger als meine Frau, um sich fertig zu machen. Ich hatte bisher jetzt immer pünktlich. Du nicht so, als wärst du nur noch 15, Tussi. Ich brauche überhaupt gar nicht lange, um mich fertig zu machen. Ja, es geht ja da oben entlang. Max, du kannst auch gerne wieder woanders langlaufen, wenn du dann wieder verreckst. Ja. Nein. Ich komme ja schon. Okay, hier ist Ende, wir gehen in die andere Richtung. Ja, das habe ich nämlich gerochen, deswegen wollte ich dir nähern. Ja, ja, ist klar. Ist vielleicht gerochen, dass du gerade gefurzt hast oder so, aber das mit Sicherheit nicht. Beides? So. Könnt ihr mal aufhören, da rauszukriechen? Vor wie das Ding da oben wackelt. Seht ihr das da? Das hat vorher nicht so gewackelt. Das sollte mal runterkommen vielleicht. Hm.
Naja, wie auch immer. So, mal gucken. Dann unten rechts. Genau. War das eben noch, Markus? Unten rechts ist immer der Ausgang? Meistens. Lasst ihn einfach reden. Ich habe ja abgewöhnt, ihm zuzuhören. Nee, ist wirklich meistens. Ich habe ja Achievements gejagt. Ach, da unten wollt ihr lang zuerst. Ja, unten rechts. So, da, wo links. Der Alien immer hinschießt. Also, bei mir ist das gerade unten links. Ja. Ich habe übrigens einen Drehpunkt gefunden. Ja. Und ich habe ein Buch gefunden. Ich auch. Super. Die dreisten Verzögerungen. Hände. Mecker. Hier. Nicht hier, Schatz. Ja, und nachher, wenn wir es nämlich später machen, braucht es keiner mehr, weil es dann wieder unnötig ist. Ja, ist doch in Ordnung. Achso, nee, ist ein Glasstern. Okay, braucht kein Mensch. Ey, ja, also bitte. So. Auch Menschen sind Menschen. Naja. Sollte eher Glasauge heißen. Bleib du mal stehen, ich hau dir mit meinem Spaten auf den Hintern, aber sowas von. Mit deinem Spaten? Hol du mich erstmal ein, du langsamer Idiot da. Das ist Spaten! Das sage ich dazu, Markus. Mach mal ab. Im PvP, wenn ich dich mit dem Zyklonenschlag ranhole, dann hast du keine Schnitte mehr. Irgendwas mir nicht aufgefallen ist, habe ich erst gemerkt, mit Monster Stärke 3, wenn die Zombies dann ins Feuer laufen, dann machen die mehr Schaden, weil da fangen die Feuer. Dann machen die echt noch mehr Schaden. Drecksack. Fangen die Feuer und dann machen die noch mehr Schaden. Ja, das ist mir nicht aufgefallen. Dann Feuer fangen. Ja, das nennt man so. Eieiei, hey, was war denn da los? Da wäre ja gerade fast mal dezent tot umgefallen. Marco, dezent tot umgefallen. Stefan, wie war das? Nicht in der roten, in der Scheiße stehen. Ich stehe ja auch nicht in der Scheiße. Da bist Maul. Du. Naja, da wärst du eben dran fast verreckt. Nope, ich stand ja nicht mehr in der Scheiße. Wie weiß ich da unten? Du bist ganz gut am Kämpfen gegen die ganzen Zombies. Helf dir mal von außen. Na, ich kann da doch alleine, wenn ihr da zu dritt die dann kloppt. So, laufen wir schnell vom Markus weg. Ich hab eine Badike des Verwunderns. Ist für ein Barbar. Das Verwundens, nicht des Verwunderns. Meine Ach. Verwunderliche Badike. Bist du? Ah, doch nicht. Da haben wir auch noch irgendwas nicht gemacht hier in der Ecke. Ja, wahrscheinlich den Rest von dem Raum. Kann man ja immer allgemein sagen, wenn da die Treppe runtergeht, ist das immer eine Sackgasse. Ja, trotzdem. Vielleicht liegt hier noch was. Oh, das war cool. Ja, jetzt. Klar, wollte ich ja sagen. Das ist das, was ich meinte, oder? Das, wo das Skelett dann runtergezogen wird, ja. Ah, was so eine gut sortierte Folterkammer ist, da muss man noch nicht mal groß aufwischen. Mhm. Ja, die kommt fast einmal in Folterkeller in meinen Keller ran. Du magst es, weil ihr auch einen Keller habt, ne? Ja. Ich muss ja keine wissen, Daniel. Doch. Der Markus, der hat keinen Lass mich doch Illusionen erzeugen. Markus hat auch. Egal, was der Markus euch erzählt, es stimmt nicht. Er hat keinen Keller. Doch, ich habe einen Geheimkeller. Den habe ich selber gegraben. Der ist unter einer bestimmten Spanplatte bei mir. Unter dem Laminat. Spanplatte unter. Nein, egal. Seht ihr einfach, gar nicht. Einfach ignorieren, was der Typ von sich gibt. Ja, das ist unterm Teppich. Das seht ihr gar nicht. Genau, zu einem Überfluss wohnt auch bei dir und in diesem Keller dann auch nur Jens Keller. Oh, Stefan. Was denn? Ich wollte auch mal einen flachen raushauen. Ja, okay. Du okay, darfst okay. Dem Markus auch mal Konkurrenz machen. Oh, so 6 Minuten, schaffen wir das, jo. Ja, ja. Achso, auch, abbrechen. Erstmal muss ich was dazu sagen. Genau, sag mal. Spart schneller. Denn da drin befindet sich der erste richtige Boss des Aktes. Also der quasi den ersten Akt abschließen wird, wo wir danach den zweiten Akt einleiten werden. Und wer dieser Boss sein wird, wir kennen ihn aus Diablo 1. Nicht ganz. Doch. Daniel, der ist aus Diablo 1. Echt? Ja. Bist du sicher? Ja, der hat damals Fresh Meat gesagt. Nee, das war der Butcher, der heißt hier anders. Oh, Daniel, das ist der Butcher. Und das ist der Butcher, das ist derselbe, Daniel.
Nein, ist der gleiche. Es ist der. Und eigentlich wolltest du doch gar nicht sagen, dass es der Butcher ist, aber gehen wir rein jetzt. Geht doch endlich. Du weißt übrigens nicht, wie das geht, ne? Nicht im Feuer stehen, glaube ich. Sie geht wieder zurück in Tristram und heult sich über der Leiche des alten Mannes die Augen aus dem Kopf. Schon bald wird sie wegen noch jemandem weinen können. Deinetwegen. Ich darf vorstellen, der Schlechter. Ja, leider sagt er nicht Fresh Meat. Hat der Mundgeruch. Er sieht cool eingefroren aus. Jetzt kommt Feuer, Achtung! So. Gleich einfrieren. So. Und was besonders ist an den Aktbossen, die haben eine Aggro-Zeit. Wenn die nicht in einer bestimmten Geschwindigkeit. Oh, aua, 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 aua! Besiegt, dann wird es immer schwieriger, denn zum Beispiel hier jetzt beim Butcher, dann kommt das Feuer quasi dauerhaft. Das steigt immer wieder ab und runter, aber es gibt keine freie Stelle mehr, wo man sich quasi frei bewegen kann. Also Markus, das ist also der vermeiden. Schlechter, der Butcher ist aber der Metzger. Daniel, spielt's auf Englisch, der heißt der Butcher. Das wird ja nicht immer 1:1 übersetzt. Nein, das ist nicht derselbe, den habe ich nämlich in Diablo 1 umgebracht, so. Marc, der wurde wieder zusammengesetzt. Das Leben erweckt. Genau, wurde zum Leben. Genau, das ist nämlich genau die Sache. Der wurde zum Leben erweckt. Achtung, die stehen bleiben. Raus da! Ja, keine Hektik. Ich wollte erstmal die Quest beenden und dann kann man da immer noch rauslaufen. Er stand drin, natürlich. Der Stefan. Er steht immer in der Scheiße drin, der Stefan. Ist klar, ich finde natürlich eine seltene Axt. Ihr könnt mich echt mal kreuzweise. Ich hab einen seltenen Köcher, Daniel. Das ist gut, den möchte ich haben, egal was er kann. Seltenes Zeremonienmesser. Bin ich Doktor oder was? Ich hab auch ein seltenes Zeremonienmesser. Mein Schatz. Ja? 62 Schaden. Yay. Finde ich gut, danke Schatz. Gerne. 79 Schaden, Markus. Oh, das ist ein guter Köcher, dann. Maus was für dich und sagen. Das da. Ich hab schon einen besseren Köcher. Guck dir einmal mit denen an. Was ist er denn jetzt? Nicht. Schultern zu verschenken. Ich hab doch gerade von dir einen gekriegt, Markus. Ja, aber ich hab doch noch einen blauen gehabt, der gibt 16 zu Geschicklichkeit. Ja, der macht sogar noch mehr Damage. Meine ich ja. Die Hassregeneration fällt weg und hat die Zusatzerfahrung, aber die ist ja egal. Okay. Toll, ich kriege was Gelbes und kriege direkt was Besseres Blaues, das ist doch zum Kotzen. Okay. Übrigens, ich bin nicht mehr Rotkäppchen. Oh nee. Was? Glück. Was bist denn jetzt? Was hast du auf dem Kopf? Dreh ich mal bitte zur Kamera. Eine abenteuerliche Haube. Das sieht kacke aus. Ich weiß, aber ich hab's gerade gefunden. Nimm das Rotkäppchen. Was kann jemand haben? Was ist das? Kann man das essen? 10 Intelligenz, Markus. Oh, sehr schön. 64 Schaden. 85, 37. Mach immer noch. Mich war natürlich wieder nichts dabei. Das und du hast pinke Schulterplatten. Ach du Scheiße. Kann man das ich aber nicht. Doch, du. Ja, ich sehe das. Schick. Wer macht denn sowas? Wollen wir gerade die Quest beenden, bevor wir den Part beenden müssen? Ja, das auf jeden Fall. Also wir stehen jetzt gerade noch hier oben ran. Drehen uns zur Kamera. Fein, stellen uns am besten seitlich. Genau, wunderschön. Wunderschön. Das ist ein schönes Abschlussbild. Ja, Leute, dann vielen Dank fürs... Der Stefan läuft woanders hin. Ja, dann vielen Dank fürs Zusehen, Leute. War doch erfolgreich, wie ich finde. Und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder, wo wir dann quasi Akt 2 betreten werden. Tschüss. Tschüss. Mit Öst. Ja, tschüss.